Hallo zusammen. Wir sind uns sicher, dass praktisch jeder von euch vor Schreck aufschreien würde, wenn er eine Spinne in der Ecke sitzen oder einen Falter an seinem Gesicht vorbeifliegen sehen würde. Stimmt's? Wobei man in solchen Fällen mit ganz gewöhnlichen und unscheinbaren Insekten zu tun hat. Aber wie würdet ihr darauf reagieren, wenn man euch bitten würde, einen Käfer in der Hand zu halten, der größer ist als eure Handfläche? Wir wissen ganz genau, dass ihr es um nichts auf der Welt tun würdet. Im heutigen Video möchten wir euch gerade solche Tierchen zeigen, bei deren Anblick man nicht gleich graue Haare, so doch zumindest richtig Angst kriegt. Hier sind also die 10 größten Insekten der Welt. Lasst uns loslegen! Theraphosa blondii. Wir beginnen mit den Spinnen, die wohl die beliebtesten Schreckeinjäger der Tierwelt sind. Und zwar mit der Goliath-Vogelspinne, die als die größte Spinne der Welt gilt. Ihre Beinspannlänge kann bis zu 28 cm erreichen. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieses ernstzunehmende Raubinsekt ist in den tropischen Regenwäldern einiger südamerikanischer Länder ziemlich weit verbreitet, nämlich in Brasilien, Guyana und Venezuela. Am häufigsten kommen sie in feuchten Sumpfgebieten vor. Trotz ihrer beeindruckenden Größe zählt die Goliath-Vogelspinne nicht zu den gefährlichsten ihrer Art, obwohl man sie für eine solche über ein Jahrhundert lang hielt. Das Gift dieser Spinne hat zwar eine lähmende Wirkung, aber dessen Wirkungskraft reicht nur bei kleinen Tieren aus. Der Biss der Theraphosa blondii ist für einen Menschen oder ein großes Tier mit einem Wespen- oder Bienenstich vergleichbar. Anscheinend weiß dieser Gliederfüßer sehr gut, dass es nicht sinnvoll wäre, sein Gift zu verschwenden. Was der Grund dafür sein muss, dass er kein Gift reinspritzt, wenn er jemanden beißt, der etwa so groß ist wie ein Mensch. Und die nachfolgende Information dürfte euch ziemlich wild vorkommen. Bei den Einheimischen gilt diese Spinne als Delikatesse. Dabei essen sie nicht nur ausgewachsene Spinnen, sondern auch ihre Eier. Dadurch nimmt die Population dieser Insekten in ihrem natürlichen Lebensraum ständig ab. Riesen-Weta-Grille. Diese Wesen, die in Neuseeland beheimatet sind, gelten als die schwersten flügellosen Insekten überhaupt. Die Einheimischen haben ihnen einen Namen gegeben, der übersetzt heißt Gott der hässlichen Dinge. Ihr fragt euch bestimmt, womit sie das verdient haben? Die Sache ist, dass eine Weta mehr als 71 Gramm auf die Waage bringen kann. Falls es euch schwerfällt, euch zu vergegenwärtigen, wie schwer das ist, stellt euch mal vor, dass die Masse einer solchen Grille etwa der von 3 Sperlingen entspricht. Sie erreicht eine Körperlänge von bis zu 10 cm, die Beinlänge nicht eingerechnet. Äußerlich erinnert sie an eine riesige Grille, aber wegen ihres großen Gewichts ist sie nicht imstande zu hüpfen und deswegen watschelt sie meistens. Eines der charakteristischen Merkmale dieser gigantischen Insekten sind ihre langen Hintergliedmaßen, die mit großen Stacheln bedeckt sind. Sie setzen sie zum Schutz ein. Die Weta-Grillen sind bestens an das Leben in jedem Umfeld angepasst, sei es im Feld, im Wald, in der Höhle, auf dem Land oder sogar in der Stadt. Der Grund dafür, warum sie eine solche Größe erreicht haben, ist, dass es keine kleinen Säugetiere gibt, die sie fressen würden. Sie haben schlechthin keine natürlichen Feinde. Aber sie selbst, denken wir, fressen sich dumm und dämlich. Schaut euch nur an, wie dick sie sind. Brasilianischer Riesenläufer. Oh, hell no. Dieses kaltblütige Raubinsekt, das auf 40 Füßen läuft, kann im Durchschnitt von 25 bis 26 cm lang sein und ist der größte Vertreter der Familie der Hundertfüßer. Das Lebensareal dieses Insekts sind die tropischen Regenwälder von Mittel- und Südamerika, sowie die Inseln Trinidad und Jamaika. Der brasilianische Riesenläufer ist nachts aktiv und fühlt sich unwohl am Tag und in offener Landschaft. Trotz seines gruseligen Aussehens verfügt sein Körper aber keinen sicheren Schutz. Darum lebt er vorwiegend unter der Erde oder in Verstecken. Meistens fallen diesem Hundertfüßer Käfer, Vögel, Mäuse und sogar Schlangen zum Opfer. Aber keine Bange, die Gefahr, die diese Raubinsekten darstellen, wird stark übertrieben. Das Gift des Riesenläufers ist für einen Menschen kaum gefährlich. Selbst wenn er euch beißen würde, würde es euch wie ein Bienenstich vorkommen und nichts weiter. Danach würdet ihr bestimmt versuchen, ihn zu zerquetschen, was euch kaum gelingen dürfte. Dieses Insekt ist nämlich so schnell, dass man nur schwer mit ihm mithalten kann. Und sein Körper ist so flach, dass es so gut wie unmöglich ist, das Ungeziefer noch platter zu machen. Wandelndes Blatt. Dieses große Insekt kann als Großmeister der Tarnkunst bezeichnet werden. Das wandelnde Blatt ähnelt so sehr einem verwelktem, trockenen Baumblatt, dass die beiden praktisch nicht auseinanderzuhalten sind. Stellt euch mal vor, ihr würdet so ein Blättchen in die Hand nehmen und dann zack. Und weg ist er.
Da könnte man vor Angst durchdrehen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Diese Insekten sind in den tropischen Zonen von Südostasien, auf den melanesischen Inseln und im Nordwesten von Australien zu beobachten. Sie erreichen eine Größe von bis zu 12,5 cm. Die Weibchen haben einen breiten und flachen Körper und die Männchen einen schmalen und langen. Nicht nur sein Körper, sondern auch seine Beine sehen wie kleine Blättchen aus. Das wandelnde Herbarium setzt gemächlich ein Bein vor das andere und legt an Ästen und Blattstängeln lange Rastpausen ein. Das Interessanteste ist, dass sich diese Insektenart in den 47 Millionen Jahren ihrer Existenz auf der Erde praktisch nicht verändert hat. Warum sollte man noch etwas ändern, wenn die Tarnung perfekt ist? Holzbohrer. Es ist nicht zu verkennen, dass die Schmetterlinge wohl die schönsten Geschöpfe der Natur sind. Nirgendwo sonst als auf den Flügeln dieser Insekten findet man solche bunten und reinen Farben, eine solche Vielfalt an Schattierungen und solche zauberhaften Muster. Aber manchmal ist es zu viel des Guten. Es ist leicht, vor Angst zu erstarren, wenn man ein solches Wesen zu Gesicht bekommen würde. Darf ich bekannt machen? Das ist der Holzbohrer. Er gilt als der schwerste aller Schmetterlinge. Seine Flügelspannweite variiert zwischen 9 und 20 Zentimetern und die größten Vertreter dieser Familie können bis zu 30 Gramm schwer sein. Dieser Schmetterling sieht faszinierend aus, aber der Mutter Natur ist doch ein Fehler unterlaufen. Sein korpulenter Körper macht ihn sehr schwerfällig. Würdet ihr euch ein solches Haustierchen zulegen? Wir bestimmt nicht. Riesengottesanbeterin. Und diese Insekten bewohnen Sträucher und sitzen auf Gräsern. Sie sind tagsüber aktiv und fliegen nur ungern. Eine erwachsene Gottesanbeterin hat eine Größe von 9 bis 10 cm, wobei die Weibchen größer sind als die Männchen. In ihrem Leben wechseln sie sehr oft ihre Farbe, von braun und schwarz bis weiß und rot. Dabei richten sie sich nach dem jeweiligen Hintergrund. Wenn sie beispielsweise im Gras lebt, färbt sie sich grün. Und wenn sie auf der Baumrinde ihr Zuhause hat, wechselt sie ihre Farbe in braun. Sie ist ein echtes Chamäleon unter den Insekten. Mit dieser Gottesanbeterin ist übrigens nicht zu spaßen, da sie sehr aggressiv ist. Falls es jemand nicht gewusst hat, sie ist ein Raubinsekt. Sie überwältigt mit links nicht nur Heuschrecken und Schmetterlinge, sondern auch kleine Eidechsen, Mäuse und Küken. Außerdem würden wir euch nicht empfehlen, eine Gottesanbeterin in die Hand zu nehmen, da sie eure Finger locker blutig beißen könnte. Es ist zwar nicht lebensgefährlich, aber doch ziemlich unangenehm. Gelbköpfige Dolchwespe. Es ist leicht, dieses Insekt kein einziges Mal in seinem Leben zu Gesicht zu bekommen. Aber wenn man schon darauf stößt, geht man daran definitiv nicht vorbei. Sein Äußeres würde bestimmt euer Interesse wecken. Die gelbköpfige Dolchwespe sieht von der Färbung und dem Körperbau her wie eine herkömmliche Wespe aus, aber viel größer. Dieses gelb gestreifte Insekt mit durchsichtigen Flügeln kann bis zu 5 cm lang werden. Aber man braucht keine Angst zu haben. Trotz ihrer Größe ist die gelbköpfige Dolchwespe für den Menschen nicht gefährlich. Sie verwendet weder ihren Stachel noch ihr Gift zur Einschüchterung oder zum Angriff. Den Stachel braucht sie zum Beispiel für die Fortpflanzung. Diese Insekten verbringen den größten Teil ihres Lebens im Boden und kommen nur sehr selten an die Oberfläche. Insofern ist es ein großes Glück, wenn man auf diese Wespe trifft. Mydidae. Wir vermuten, dass ihr so etwas noch nie gesehen habt. Dies ist die größte Fliege der Welt. Ein Exemplar kann bis zu 6 cm Länge erreichen. Dabei beträgt ihre Flügelspannweite etwa 10 bis 12 cm. Ist das zu fassen? Und das ist immer noch eine Fliege. Dieses geflügelte Monster lebt in den Wäldern von Südamerika. Und ein Treffen mit ihm könnte für einen Menschen schlimme Folgen haben. Das flinke Insekt kann nämlich eine ordentliche Geschwindigkeit entwickeln. Und wenn es gegen einen Menschen fliegen würde, würde derjenige blaue Flecken bekommen, die etwa so groß wären wie eine Münze. Aber das ist schon alles. Es wäre nur ein wenig schmerzhaft und unangenehm. Ob diese Insekten eine andere Gefahr in sich bergen, ist nicht bekannt. Aber wenn ihr vorhabt, dieser Fliege einen Besuch abzustatten, nehmt für alle Fälle einen Helm mit. Riesenbockkäfer. Der Riesenbockkäfer gilt als der größte Käfer der Welt. Er kann eine Länge von bis zu 22 cm erreichen. Allerdings behauptet es nur ein einziger bekannter Wissenschaftler, der ein solches Exemplar gefunden haben und sofort laufen lassen soll. In den Museen findet ihr keinen Käfer, der über 17 cm lang wäre. Aber auch diese Länge ist beeindruckend, nicht wahr? Dieser berühmte Vertreter der Familie des Bockkäfers ist in Brasilien, Peru, Kolumbien, Ecuador, Suriname, Guyana und Bolivien anzutreffen. Es ist schon merkwürdig, dass einige Insektenjäger auf Käfersafari gehen, um ein Exemplar dieses berühmten Riesens zu fangen. Allerdings muss man sagen, dass es sich tatsächlich lohnt.
Einige Sammler wären nämlich bereit, für einen eingetrockneten Riesenbockkäfer von 650 bis 1000 US-Dollar hinzublättern. Aber man muss es im Dunkeln tun, da diese Käfer nur nachts aktiv sind. Es ist auch interessant, dass die Larven dieses Käfers in tropischen Ländern als Delikatesse gelten. Mehr noch, schon die alten Römer haben sie als Leckerbissen geschätzt. Solltet ihr also eines der Länder besuchen, in denen der Riesenbockkäfer vorkommt, prüft sorgfältig euer Essen, denn man kann ja nie wissen, was drin ist. Elefantenkäfer. Seht euch diesen Schönling an. Was glaubt ihr? Beißt er? Natürlich nicht. Auch wenn er riesig ist, ist er nur ein Käfer. Er kann eine Körperlänge von über 12 cm erreichen. Die ausgewachsenen Exemplare passen nur schwer in einer Handfläche, wobei ihre Lebenserwartung nur wenige Monate beträgt. Diese Insekten kommen in Mexiko, Mittelamerika, dem Amazonas-Regenwald und in Australien vor. Bevor ein Käfer zum Riesen wird, verbringt er ca. 2 bis 3 Jahre unter der Erde und ernährt sich von Pflanzenresten. Die ausgewachsenen Exemplare ernähren sich von Baumsäften, aber sie finden auch tropische Früchte lecker, wie zum Beispiel Litschi oder Ananas. Die Elefantenkäfer sind meistens nachts aktiv. Interessant ist, dass sie ihre Körpertemperatur auf dem notwendigen Niveau halten können, wenn die Lufttemperatur sinkt, fast wie Warmblüter. Unfassbar, oder? Habt ihr jemals ein Insekt gesehen, das größer wäre als die, die wir im heutigen Video gezeigt haben? Wenn ja, schreibt uns darüber in die Kommentare. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone. Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein. So schnell wir können.